Keith Richards, den liebe ich seitdem ich den mochte ich schon immer. Und seit ich das Buch, seine Lebensbiografie gelesen habe, live, hat es mich inspiriert. Ich habe gerade ein Kinderbuch geschrieben, für das ich gerade einen Verlag spiele, in der Keith Richards eine große Rolle spielt. Und die Rolling Stones. Ja, aber Keith, da hat er nur vier Sätze da drin gehabt. Und ich wusste bereits, bevor er den Mund aufmacht, wie er das macht. Sind Sie von den vielen, oder bist du von den vielen, die du synchronisiert hast, mal jemandem begegnet? So, oder? Nee, ich mache ja auch Willem Dafoe. Und den werde ich gerne mal kennenlernen. Und immer wenn der bei der Berlinale war, hieß es, der kommt gar nicht. Ich habe eigentlich niemanden, so viele sind es auch gar nicht. Und ich mache auch relativ wenig. Ich mache meinen Papa Schlumpf, der kommt nächstes, also kommt dieses Jahr wahrscheinlich der nächste, der dritte Teil. Und dann mache ich sehr gerne Optimus Prime. Und Optimus Prime hat mir eine völlig neue Transformers-junge Fangemeinde beschert. Das ist unglaublich. Du kommst irgendwo hin in einen Handyladen beispielsweise, da sind lauter Kids. Plötzlich kommt da irgendwo, Optimus Prime ist hier? Und ich habe unglaublich viele Handys besprochen, mit auch als Darth Vader, Peter, ich bin dein Vater, oder irgendwelche Nachrichten an kranke Kinder, hier ist Optimus Prime und bla bla bla, das finden sie immer ganz toll. Und das rührt mich dann auch immer.